Hey Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Tales of Symphonia. Wir sind endlich aus der Engelstadt geflohen. Wir haben es geschafft. Und wir sind jetzt auf einmal in Altessa, also vor Altessas Haus oder Wohnung. Und er soll uns jetzt weiterhelfen, was jetzt mit Colette weiter geschieht. Weil wir haben jetzt alle Teile und ja, dann schauen wir doch mal, ob er uns hilft. Altessa! Was ist los? Colette, es kollabiert. Oh. Nicht gut. Wir haben die notwendigen Mittel, um sie zu heilen. Bitte retten Sie sie. Ihr habt herausgefunden, wie man diese Krankheit heilt. Aber was kann ich tun? Bitte fertigen Sie eine Runenfassung für sie an. Für uns an. Das Verfahren war im Buch geschrieben und ich erinnere mich noch daran. Wir müssen uns beeilen, Meister. In Ordnung. Ihr anderen geht alle nach draußen. Und da sind sie alle. Oh, und Festmahl ist auch da hergerichtet worden. Ich frage mich, ob Colette es schaffen wird. Wir haben getan, was wir konnten. Sie hat recht, Lloyd. Iss etwas und beruhige dich. Ich kann jetzt nichts essen. Sag das nicht. Wie wär's mit ein paar Möhren oder einer Kartoffel? Der hat doch gar nichts in der Hand gehabt. Ich möchte wirklich nichts. Hey, was ist mit dir und Genus? Warum seid ihr beide so mies drauf? Ja, was ist los, Genus? Mythos, die Behandlung ist abgeschlossen. Wie geht es Colette? Sie schläft jetzt. Wenn sie wach ist, wird ihr Körper wieder in seinen alten Zustand sein. Der Crusaders-Kristall wird dann vollständig von der Runenfassung kontrolliert werden. So ein Glück. Ich verstehe. Colette muss jetzt nicht mehr leiden. Hey. Lass uns heute Abend bei einem Essen Colettes Genesung feiern. Wieso denkst du eigentlich ständig nur ans Essen? Weil wir gute Freunde sind, okay? Ich mache mir Sorgen um dich. Du musst müde sein. Jetzt auf einmal? Es sieht aus, als wärt ihr gute Freunde? Yep. So sieht's aus. Kann ich das auch so sagen? Nee, sieht so aus, nicht? Bist du auch müde, Genus? Mythos, wir sind Freunde, richtig? Was? Natürlich. Was meinst du? Wir sind wirklich gut befreundet, oder? Ja. Ich glaube dir. Okay. Oh, da nickt er ein. Ich bin völlig total müde. Ich gehe ins Bett. Es ist nicht gut für die Verdauung, wenn du gleich nach dem Essen ins Bett gehst. Geht's dir gut? Die Erschöpfung hat dich doch eingeholt. Mir geht es gut. Ich lege mich nur ein Weilchen hin. Die Nacht ist angebrochen. My body! I can't move! Do you want to meet your father? Huh? What have you done with my dad?
Okay. Wolltest du mir Angst einbringen? Kratos? The Renegades and Crucius are enemies, aren't they? So why? Quiet. Of course, the drug should have everyone sleeping soundly. Drug? Where's my dad? If you've done anything to my dad, I'll tear every last one of you to pieces! Now, is that the way to act when you're about to meet your father for the first time? So it was you. You were the assassin who tried to kill me at Hyma. Kratos, if you value your son's life at all, do as we say. What are you talking about? Release Origin's seal. Otherwise, Lloyd will die right here. No. Kratos can't be my dad. I can't believe that. I won't believe that. How does it feel to have your own son reject you like that? I'd guess from your attitude, you don't plan on releasing Origin. If that's the way it's going to be, then you'll just have to die. One move, and your son dies. You changed once you got a family. Just like that time 15 years ago, when Anna was transformed into a monster, you lost your ability to fight back. What? If she hadn't been together with you, she would have never turned out like that. Such an unfortunate woman. Don't mock my mom. Kratos? Are you all right? Good. Lloyd, what's wrong? What's going on? What am I supposed to believe? Lloyd, calm down. It's not true. Kratos can't be the man who betrayed us and made you suffer. He couldn't possibly be my dad. Lloyd, don't lose sight of who you are. No matter who your parents are, no matter your background, you're still you. I'm... me? You're the one who told me that no matter what I look like, even if I become an angel, I'm still me. And don't forget, Kratos saved you. Yeah, you're right. Thanks. But I still can't call you dad. Lloyd. I hate what Crucius does. Too many people have died. People from Silveront, people from Tethiala, to Zions and Renegades and members of Crucius. They're all victims. I refuse to accept the idea that it's okay to sacrifice people for a cause. It's not okay to lose any life. No life should be born for the sole purpose of dying. I won't sacrifice the world to save Colette. I'm not giving up until I find a way for everyone to live. Wow, that was an amazingly corny speech. Congratulations. Mythos? Did you think I didn't notice what was going on? How pathetic. They had Pronema keep tabs on Kratos.
since it seemed he was leaking information to Lloyd's group. Damn it! Yggdrasil! How the hell did you find out? What? That was a pretty amusing scheme you had going. Hard to believe those filthy renegades that were always getting in my way were actually led by you. If it weren't for my sister's wishes to spare your life, I'd kill you right now. Stop it! What are you... What's going on? Mythos! So it's true. What's true? That you shouldn't have trusted me? Good guess, Genus. Because I didn't trust you either. Mythos saved me. Shut up. Mythos saved me. Mythos. How could you do that? You even risked your life to save her. Mythos, why? Why are you doing this? How could you hurt Tabitha and Altessa? You got along so well with them. Tabitha. That doll looks so disturbingly like my sister. I never could stand her. She's a failed vessel who couldn't accept my sister's soul. Just looking at her makes me sick. You little bastard! How dare you betray my best friend! Lloyd, stop! Please, you're both my friends! Lord Yggdrasil, your wounds are not yet healed. Please, lead us to the angels. All right. Out of the way! Alter, was geht denn hier ab, ey? Engels Schwert, Engels Kommandeur. Alter, was geht denn hier ab, ey? Das ist heftig, was hier jetzt für Wahrheiten rauskommt. Kratos soll der Vater von Lloyd sein und der kleine Mythos ist, Mythos Yggdrasil. Der war die ganze Zeit unter uns, hat sich halt nur einfach in seiner früheren Form gewandelt. Ey, unglaublich. Unglaublich, ey. Was hier abgeht. Jetzt, ist alles hier durcheinander und... Oh ja, es wird heftig. No life should be born for the sole purpose of dying? What do you think those X-Spears are that you're using? Ah, ich kann mich jetzt bewegen. Okay, ist der noch da? Nö, der ist weg. Rain halt jetzt alle. Ich weiß jetzt nicht, wie man mich zuerst rede. Und sie soll die Seele von... von der kleinen Schwester oder von der Schwester von Mythos. Ich glaube, ich habe auch eine Ahnung, wer Mythos war. Sie hat eine Ähnlichkeit mit einer bestimmten Frau, falls ihr euch noch erinnert. Da mussten wir bestimmte Sachen erfüllen. Und, kann ich mit ihr reden? Tabata. Willkommen. Bitte sagt. Es tut mir leid, ich habe dich nicht beschützen können. Okay, was ist jetzt mit Altessa? Also, Mythos hat die beide verletzt. Altessa hat sogar Prisea beschützt, aber irgendwie war die Cutscene da ganz ehrlich ein bisschen komisch.
Das sieht aus, als du nach hinten gesprungen wäre, aber das sah lustig aus. Ja, tut mir leid. Es war lustig, aber es ist natürlich sehr traurig, ne? Aber tut mir leid, ich muss da innerlich ein bisschen grinsen, wie das aussah. Der schießt und er fliegt nach hinten, obwohl nichts getroffen wurde. Das sah echt komisch aus, aber auch ein bisschen lustig. Na gut, wir sprechen mal gucken, wie es ihm geht. Leid. Sprich nicht. Du musst dich schonen. Alter, er hat mich gerettet. Bitte, Professor, bitte retten Sie ihn. Ihm, nicht ihn. Ich tue, was ich kann. Metus, warum? Warum hätte er das getan? Ich weiß es nicht. So, jetzt machen wir mit der Story weiter. Bist du okay? Nun, sind all unsere Bemühungen unter uns gewesen. Dein Plan war, den Pakt mit Oregon zu schließen und das ewige Schwert einzusetzen. Richtig. Und dann wollten wir mit der Mana-Kanone diesen Höllenturm zerstören und den göttlichen Keim wachsen zu lassen. Das war unser Plan, als ich über einen Insider der Design zum ersten Mal von dir hörte. Dachte ich, ich könnte Kratos zwingen mitzumachen. Du warst nicht mit Mythos Ära der Halbelfen einverstanden? Der Plan war das Ergebnis des falsch verstandenen letzten Wunsches von Martel. Es ist nicht das, was sie wirklich wollte. Wie lautet der letzte Wunsch von Martel? Sie sagte, sie wünschte sich eine Welt ohne Diskriminierung. Du solltest dich nicht bewegen. Nein, wir haben keine Zeit. Ich muss die Abdringlinge evakuieren, bevor sie von Yggdrasil getötet werden. Warte! Ist Kratos wirklich der Einzige, der das Siegel von Oregon brechen kann? Ja, das Siegel wird gebrochen, wenn das Mana aus seinem Körper freigesetzt wird. Wenn er das tut, wird er wahrscheinlich sein Leben verlieren. Ja, das Siegel ist an sein Leben verknüpft. Kratos Leben? Glaubst du, wir müssen sein Leben opfern, um in den Besitz des ewigen Schwerts zu kommen? Lloyd, du wirst das ewige Schwert nicht führen können. Es sind zwar nicht die Kräfte eines Beschwörers erforderlich, du musst lediglich von Oregon anerkannt werden. Eines kannst du jedoch nicht ändern. Was meinst du damit? Yggdrasil, Mythos, sagte das auch. Nur Halbelfen können es erahnt haben. Dieses Schwert wurde von Oregon speziell für Mythos angefertigt. Was? Oh, schon heftige Informationen, die wir da bekommen haben. Wird er dafür zurechtkommen? Ich habe ihm mit dem Horn des Einhorns erste Hilfe geleistet. Aber wir sollten so schnell wie möglich einen Arzt rufen. Ja, im Gegensatz zu uns verwenden Altessas keine Exes. Heilkünste sind da nicht sehr wirkungsvoll. Ich kenne einen guten Arzt. Wir haben einen aus Flonir geholt, als unser Oberhaupt einmal schwer verletzt war. Lass uns dorthin gehen, Leute. Wir müssen den Arzt für Altessa rufen. Okay, Flonir, richtig? Dann los! Alles klar, dann wissen wir ja schon mal, wo wir jetzt als nächstes hin müssen. Immerhin. Oh, das ging jetzt aber schnell. Er war mein Freund. Das ist die Rede von Mythos. Mythos war also tatsächlich Yggdrasil. Ja, natürlich. ganz ehrlich, Genius.
Deine Kombinationsgabe lässt auch grüßen, ne? Zum großer Typ, der sich Mythos Yggdrasil nennt, und ein kleiner, der sich auch Mythos hat, nennt, da wäre ich doch schon skeptisch, und der fast genauso aussieht wie der große. Obwohl es eine und dieselbe Person war. Ich dachte, das war jetzt Mythos aus der Vergangenheit, wo ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Aber er war ja zum Glück nicht so. Er war ein und dieselbe Person. Er hat sich irgendwie so schnell gebeamt immer, dass er da auftauchen konnte, wo er gerne sein möchte. Gegen uns noch kämpfte, oben in Deriskalan. Also, und dann war er ganz schnell wieder unten oder hat irgendwie sich geklont. Oder zwei aus sich gemacht, wie auch immer. Ich weiß nicht, wie es angestellt hat. Irgendwie ist das so gekommen. So, jetzt müssen wir den Arzt suchen. Wo ist denn Zelos? Der spinnt doch. Warum muss er jetzt gerade abhauen? Wir haben jetzt keine Zeit zu verlieren. Gehen wir zuerst zum Arzt. Oh, Zelos ist weg. Ein guter Arzt. Ja, jetzt kommen wieder ganz viele Gespräche. Aha. Ich glaube, ich weiß, wo der Arzt ist. Irgendwo oben. Achso, da muss ich. Es gibt viele Ärzte hier, wie es aussieht. Wir haben doch hier einen Arzt gesehen, wo die ganzen Leute vorstanden vor der Tür. Der muss doch irgendwo hier sein. Vielleicht kann der uns ja helfen. War der direkt hier? Ach, mir vom Leibe.